Bereits den zweiten Tag in Folge ist es vor der US-Botschaft in Bagdad zu Unruhen gekommen. Aufgebrachte Demonstranten hatten am Dienstag damit begonnen, das Botschaftsgebäude zu attackieren. Viele schlugen über Nacht Zelte vor dem Gelände auf. Der Unmut der Protestierenden wurde durch einen US-Luftangriff entfacht, bei dem am Sonntag 25 Menschen starben und zahlreiche weitere verletzt wurden. Das hier ist das Mindeste, was wir für unsere Märtyrer tun können. So viele von uns sind getötet worden. Es war nicht das erste Mal, dass die USA uns angegriffen haben. Wir wurden schon vorher bombardiert, einmal, zweimal. Wir werden hier nicht weggehen, bis die nicht abgezogen sind. Unter den Demonstranten befinden sich auch vom Iran unterstützte Milizen. US-Präsident Trump drohte dem Iran zunächst mit Vergeltung, räumte später jedoch ein, er wolle Frieden und gehe nicht davon aus, dass die verschärften Spannungen mit dem Iran zu einem Krieg führen werden. Laut Aussagen des Pentagon wurden Marinesoldaten zum Schutz der Botschaft versandt. Außerdem würden zusätzliche Truppen auf ihre Stationierung im Nahen Osten vorbereitet. US-Verteidigungsminister Esper sprach von einer Vorsichtsmaßnahme angesichts einer erhöhten Gefahrenlage. Im Irak befinden sich bereits mehr als 5000 US-Soldaten zur Unterstützung der heimischen Truppen.